Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arcanum. In der letzten Folge haben wir zuletzt die Schädel der siamesischen Zwillinge bei Mr. Cesare abgegeben und sollen jetzt nach Blackroot zu Arthur Tyron und ihm die Schädel bringen. Also ich habe sie hier noch im Inventar, der hat sie gar nicht haben wollen, dieser Cesare. Die Dinger sind ihm irgendwie zu heiß und der sagt, ich soll sie nach Blackroot bringen. Das werde ich jetzt dann auch tun. Mal ganz kurz zum Dampfzug. Wo ist denn der nächste Dampfzug da? Da ist der nächste Dampfzug. So, mir steht momentan kein Internet zur Verfügung, aber zum Glück ist Arcanum ein Offline-Spiel, das keine Internetverbindung braucht. Das hat auch Vorteile, das weiß man an solchen Tagen zu schätzen. Dann kann ich nämlich trotzdem was aufnehmen. Andere Spiele, die Internetverbindungen erfordern, stehen mir halt gerade nicht zur Verfügung. Die Schwere, da wollen wir hin. Genau. So. Aber es ist sowieso ein Arcanum-Video fällig, von dem her ist mir das relativ gleich. Ich gehöre noch nicht zu der Generation, die ohne Internet nicht leben können. Und von dem her machen wir das Beste draus. So. Zum Beispiel war ich gerade mal mit meiner Mutter einkaufen. Eine Stunde. Also es gibt noch andere Aktivitäten. Nachmittags muss ich noch arbeiten. Dann habe ich noch Bücher zu Hause. Auch die wollen gelesen werden. Also es gibt auch noch ein Leben außerhalb des Internets. Juhu. Blackroot, wie hieß der gerade wieder? Arthur, bla bla bla. Arthur Tyron. You need to find Arthur Tyron. Da werde ich wohl die Bevölkerung fragen müssen, ob die den kennen. Nachschauen kann ich jetzt nicht auf Jejas Tipps und Tricks, also muss ich schauen. Daniel Holloway. Seid mir gegrüßt, Mr. Holloway. Dürfte ich wohl einen Augenblick eurer kostbaren Zeit in Anspruch nehmen? Madam, zieht euch bitte etwas Angemesseneres an. Ich möchte gern zum Lehrling. Was? Zum Lehrling für was? Falschen überzeugen. Ich hab's mir anders überlegt. Nö, den brauche ich nicht. Aber Kneipe ist, glaube ich, gut. Wer bist du denn? Einen schönen Tag noch. Hallo, dürfte ich euch eine Frage stellen? Ei, was bedeutet dieser Verkleidungsstand da gerade? Was könnt ihr mir über die Insel Thanatos sagen? Ja, ich bin kein Experte in Geografie, aber das liegt weit im Osten. Ich weiß das sehr zu schätzen, Madame. Ich muss mich jetzt verabschieden. Und du? Schämt euch denn gar nicht, Madame. Ihr könnt euch nur so in der Öffentlichkeit begeben. Was habt ihr in letzter Zeit so gehört, Madame? Ihre Augen werden ganz groß. Du meine Güte, ihr habt doch diesen Zeppelin-Absturz überlebt, nicht wahr? Ich habe von euch in der Zeitung gelesen. So eine tapfere Frau, ein Vorbild für uns alle. Tja, wenn ich jetzt das zugebe, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie gibt mir ein bisschen Gold oder sie greift mich an. Ah, wunderbar. Ich bin ja so froh, dass ihr mir das erzählt habt. Hoffentlich habt ihr in Zukunft mehr Glück. Gut, der hat mir vielleicht schon mal Gold gegeben. Warte mal, der Barkeeper, das sind doch gute Informationsquellen. Hallo Wirt. Interessantes Bla. Habt ihr Killian Drake unten in der griesgrämigen Miesmuschel gesehen? Ich habe mein ganzes Leben noch keinen Würfelspieler mit mehr Glück gesehen. Okay. Der hilft mir nicht weiter. Gnomendorf-Bewohnung. Vielleicht solltet ihr etwas anziehen, werte Dame. Das ist wieder die Anspielung. Ich finde die lustig, deswegen nehme ich auch gar nichts anderes als die Schreckensrüstung. Nein, ich würde gerne zum Lehrling ausgebildet werden. Glücksspiel, geht das? Das geht, zweifellos, meine Herr. Warum ging das? Hallo, Moment, das muss ich mir anschauen. Was meint ihr sicher? Lebt wohl? Ich bin jetzt Lehrling in Glücksspiel. Warum? Ich habe tatsächlich einen halben Punkt in Glücksspiel. Naja, egal, nehmen wir mit. Ich habe mir gerade gesagt, ich habe doch noch nie was in Glücksspiel investiert. Aber gut, das ist vielleicht ihr Schurkenbonus oder so, keine Ahnung. Gut, also hier erfahre ich nichts. Vielleicht sollte ich meine Wache fragen. Ich muss Informationen über diesen Arthur Tyron bekommen.
was zu kaufen. Könnt ihr mir wohl helfen? Ich brauche die Ausbildung zum Lehrling. Nein, habt ihr kaufen, verkaufen? Nein, das brauche ich nicht. Ja, wen wundert's? Dumm-di-dumm-di-dumm. Will ich hier was verkaufen? An und für sich nicht. Was ist das? Hautverstärkung. Ich glaube, da brauche ich nicht so viel von. Da kann ich... Einen werde ich behalten. Was ist das? Geisteskraft Essenz habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Da werde ich auch nur zwei behalten. Ja, Kleinvieh macht hier in dem Fall... Was ist das denn? Schnelligkeit. Brauche ich... 37. Würde ich A2 behalten. Es ist sicher keine schlechte Idee, sowas zu haben. Heilgift auch. Alter Siegelring, gebe Gilbert Bates, wissen wir schon. Dorisches Amulett. Ich denke, das brauche ich nicht mehr. Das kann er ruhig haben. Und außerdem kann man sowas immer wieder kaufen. Ich muss das jetzt echt nicht bunkern. Das habe ich auch noch nie verwendet. Also weg, komm. So, schaut doch schon gleich viel besser aus, ne? Gut. Vielleicht speichere ich hier mal ganz kurz. Ach ja, Hafen. Die haben doch hier einen Hafen, ne? Das ist doch eine Küstenstadt. Boah. Hafen und ein Bahnhof. Cool. Halt, da ist eine Wache. Halt mal an. Dürfte ich euch ein paar Fragen stellen? Ich würde gerne zum Nein. Der kann mir auch nichts erzählen. Ich brauche diesen Tyron. Was weiß ich was. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo ich den finde? So, dürfte ich Fragen stellen? Bla, nein. Und du? Du weißt auch nichts, oder? Gut, also. Was haben wir hier? Du siehst menschenartig. Guter Witz, Madame! Barbarenrüstung! Das ist eine frohe Natur, irgendwie. Hallo, Sir, dürfte ich wohl euren Namen erfahren? Ich? Ich heiße Payne. Franklin Payne. Abenteurer, Forscher, Wissenschaftler und Ehrendoktor der... Ach, zum Teufel damit! Nennt mich einfach Franklin und fertig! Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen. Der liebt meine Barbarenrüstung. Hallo Franklin, habt ihr wohl einen Moment Zeit? Ja, natürlich. Also wenn der vertont ist, muss er wichtig sein. Sag mir Franklin, was tut ihr hier in Blackroot? Oh, ich mache nur kurz Halt, um Vorräte zu kaufen. Außerdem habe ich meiner Sammlung hier gerade einen neuen Kopf einverleibt. Hab endlich einen gemeinen Sumpfeuler in den Dunkelsümpfen erwischt. 20 Fuß groß und verdammt gefährlich. Sie mussten mich fast in einem Zinksack nach Hause bringen. Warum? Was ist passiert? Tja, ihr werdet es nicht glauben. Meine alte Donnerbüchse Marianzina hat genau in dem Moment den Geist aufgegeben, als das Biest auf mich losstürmte. Habt ihr schon mal einen wütenden Heuler gesehen, der euch einen Kragen will? Haha, das reicht, um sich ordentlich in die Hose zu machen, ha! Und weiter? Heraus damit, Mann! Da packte ich Marianzina am anderen Ende und benutzte sie als Keule. Für einen Moment sah es ziemlich haarig aus, aber schließlich habe ich es der Bestie gezeigt. Und das war es auch schon. Hat einen Höllenspaß gemacht. Stinkt allerdings wie eine Jauchegrube, der Bastard. Also ich glaube nicht, dass das glaubwürdig ist, aber egal. Ich lass ihn seinen Glauben. Er sagte, ihr wolltet ein paar Vorräte einkaufen. Vorräte für was? Tja, man weiß doch nie, wann das nächste Abenteuer lauert, Kumpel. Man muss immer auf alles vorbereitet sein, wisst ihr? Mein Königreich für einen Kompass. Ihr wisst, was ich meine? Wir brechen bei Sonnenaufgang auf. Oder war es übermorgen? Ist ja auch egal. Die Welt ist groß, voller Geheimnisse und Gefahren. Da gibt's keine Zeit zu verlieren. Dürfte ich euch ein paar andere Fragen stellen? Ja, natürlich. Erzählt mir von euren Abenteuern, Franklin. Abenteuer? Ich? Oh, da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Die verdammten Zeitungen machen aus jeder Mücke immer gleich einen Elefanten. Man könnte meinen, es hätte noch nie einen Mann gegeben, der mit bloßen Händen gegen ein paar Feuerriesen gekämpft hat. Durchschnittskram, wirklich. Nichts, das euch brennend interessieren würde. Trotzdem, ich würde gerne ein paar von euren Geschichten hören. Oh, wenn ihr unbedingt wollt? Nun denn, stellt eure Fragen. Welches Abenteuer würdet ihr gern hören? Auf jeden Fall ist das amüsant. Erzählt mir von den Feuerriesen. Na gut. Da waren wir also, Captain Teach und ich. Hunderte von Meilen vom Festland entfernt.
Die verdammten Vulkanberge vom Schlangenrücken spucken Lava über uns. Unter uns die gefürchteten Schattenhaie, so groß wie die Gypsy Shadow selbst. Ha. Die Hälfte der Männer lag auf den Knien an Deck und betete um einen schnellen und schmerzlosen Tod. Und dann, was ist passiert? Tja, ich wollte dort nach ein paar Feuerjuwelen suchen. Und genau das tat ich dann auch. Unglücklicherweise waren die Feuerriesen, denen sie gehörten, nicht gerade kooperativ. Habt ihr schon mal mit einem Feuerriesen gesprochen? Hä? Ihr Atem stinkt wie ein vergammelter Müllhaufen im Sommer. Und dann erst diese Grammatik. Grauenhaft. Wie seid ihr dann an die Juwelen gelangt? Naja, ich Volltrottel hatte meine Marianzine auf dem Boot vergessen. Und alles, was ich bei mir hatte, war ein verrostetes Schwert. Ich stellte schon nach dem ersten Schlag fest, dass es absolut nutzlos war. Daher schleuderte ich es beiseite. Normalerweise prügle ich mich bei einer Familie von Feuerriesen nicht einfach mit den Fäusten herum, aber was sollte ich tun? Tja, was nur? Naja, mit einem bisschen Glück und ein paar gut platzierten Schlägen rannte ich mit einer Handvoll Feuerjuwelen zurück an Bord. Sowas kann einem schon den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Es hat aber auch einen Heidenspaß gemacht. Das hätte ich um nichts in der Welt verpassen wollen. Ich würde gern mehr von euren Abenteuern hören. Oh, wenn ihr unbedingt wollt? Nun denn, stellt eure Fragen. Welches Abenteuer würdet ihr gern hören? Ich traue mich wetten, irgendwann gibt's hier eine Quest. Wenn ich weiter frage, erzählt mir von dem wertvollsten Gegenstand, den ihr jemals entdeckt habt. Na gut. Ich weiß nicht, wie religiös ihr seid, aber ab und zu erledige ich auch Aufträge für die Panari-Kirche. Die haben da immer Arbeit für einen Mann, der keine Angst davor hat, sich die Finger schmutzig zu machen. Welche Art Arbeit habt ihr für die Kirche erledigt? Die Legenden besagten, dass einer der Barbarenstämme im Süden einen glatten schwarzen Stein verehren würde. Und die Kirche bekam Wind davon. Sie waren überzeugt davon, es sei das Auge von Krakatur. Und das Ding heißt nicht nur so. Es soll wirklich das Auge dieses verdammten Dämons sein. Sie sagen, der alte Nasrudin hätte es ihm ausgeschlagen, als er den Typen in die Leere verbannte. Man stelle sich das vor! Aha, und was habt ihr dann getan? Ihr wisst doch, wie Barbaren sind. Abergläubisches Völkchen. Die konnten morgens nicht mal aufs Häuschen gehen, ohne das verdammte Ding zu küssen. Also sinnlos zu erwähnen, dass sie nicht gerade begeistert waren, als ich dort wie einer ihrer hakennasigen Hexendoktoren gekleidet auftauchte und es ihnen direkt vor den Augen wegschnappte. Die ganze verdammte Horde war hinter mir her. Wenn das stimmt, war das ja ein Meisterstück. Wie seid ihr entkommen? Tja, ich wusste, dass in der Nähe ein Ogerdorf war. Genauso ein unfreundliches Volk. Oger sind nicht gerade die tolerantesten Leute, um es mal so zu sagen. Ich rannte also so schnell ich konnte quer durch das Ogerdorf, schrie dabei Obszönitäten und machte einen riesen Radau. Die Oger kamen genau in dem Moment aus ihren Häusern, als die Barbaren eintrafen. Was für ein Anblick! Ich habe mich vor Lachen fast auf den Boden gekugelt. Oh, brillant! Erzähl mir mal mehr von deinen Abenteuern. Oh, wenn ihr unbedingt wollt? Nun denn, stellt eure Fragen. Welches Abenteuer würdet ihr gern hören? Darf ich jetzt? Danke. Erzählt mir von eurem größten Kampf. Na gut. Also, einmal war ich auf Safari in Stillwater, dem schrecklichen Stillwater-Riesen auf der Spur. Ja? Irgendwie war ich von unserer Gruppe getrennt worden und untersuchte eine Höhle, die ich im Wald entdeckt hatte. Und im hinteren Bereich der Höhle fand ich, was? Ein kleines blaues Kaninchen. Blau wie der Hintern von dem Pavian. Verdammt merkwürdig, aber ich war nach solchen Viechern nicht auf der Jagd. Daher drehte ich mich um und wollte gehen. Ja, irgendwie kommt mir die Geschichte bekannt vor. Wir waren ja auch schon im Stillwater und so. Wartet, lasst mich raten. Kaum hatte ich mich umgedreht, da hörte ich, wie sich hinter mir was bewegte. Was Riesiges! Ich blickte also zurück und plötzlich stand die hässlichste Kreatur vor mir, die mir je vor Augen gekommen war. Lasst mich raten, riesig, zottig, ein großes Geweih auf dem Kopf. Genau! Ha! Das Ding war einfach furchtbar! Haariges Untier, stank wie ein aufgedunsener Fischkadaver, das Maul voller armlanger Rasierklingen, blutbefleckte Klauen an den Händen und Füßen. Bitte verzeiht diesen Ausdruck, Madame, aber ich habe auch kein Problem damit, euch zu gestehen, dass ich mir fast in die Buchse gemacht hätte. Und dann, aber auch nur fast, ne? Und? Das war der Stillwater-Riese! Das war meine Beute! Und alles andere war unwichtig. Meine teure Donnerbüchse Marianzina hatte Ladehemmung.
Daher hatte ich nur ein kleines Messer, um gegen die mystische Bestie zu kämpfen. Der Kampf erstreckte sich über Stunden, wie mir schien. Mehr als einmal glaubte ich gleich mausetot zu sein. Es ist auffällig, wie oft seine treue Donnerbüchse Marian Sina Ladehemmung hat, ne, und nicht funktioniert. Was ist passiert? Irgendwie gelang es mir, die Oberhand zu gewinnen. Und gerade als ich die Bestie ein für alle Mal zur Hölle schicken will, verwandelt sich das Viech in ein verdammtes Kaninchen und hoppelt davon. Ha, was für ein Pech. Ja. Ich würde gern mehr von euren Abenteuern hören. Oh, wenn ihr unbedingt wollt? Nun denn, stellt eure Fragen. Welches Abenteuer würdet ihr gern hören? Erzählt mir von dem gefährlichsten Ort, an dem ihr je gewesen seid. Der bei weitem gefährlichste Ort, an dem ich je gewesen bin, ist die Insel Thanatos. Man nennt sie auch die Monsterinsel oder so ähnlich. Aber eigentlich sollte man diesen verdammten Ort Hölle nennen. Ha! Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Ansammlung schlimmerer und üblerer Kreaturen gesehen. Die Gefahr dort kann man nicht in Worte fassen. Absolut fantastisch! Ich kann es gar nicht erwarten, wieder dorthin zurückzukehren. Das ist interessant. Ich bin zufällig gerade dorthin unterwegs. Wirklich? Brillant! Dann wünsche ich euch viel Spaß. Auf ins Gefecht und sowas. Ich wünsche euch viel Glück. Wisst ihr, Franklin, ich könnte einen Mann wie euch gebrauchen, wenn ich dorthin reise. Hä? Was ist das? Ich nach Thanatos gehen? Na, wenn das mal keine Spitzenidee ist, was dann? Ich habe zufälligerweise für die nächste Zeit keine Abenteuer geplant. Ja, das würde mir passen. Der wird wahrscheinlich nicht mehr rein können in die Gruppe. Dann kommt ihr also mit mir. Nein, ich glaube, ihr habt diese Gruppe schon komplett. Für meinen Geschmack sind das zu viele. Gibt es sonst noch etwas, Madame? Nö. Gut, also der würde mitkommen. Das ist ein Begleiter. Dazu müsste ich aber Charisma auf 15 noch bekommen. Das ist zu schaffen, aber nicht auf die Schnelle. Ja gut, der Vogel war schon irgendwie lustig. Ich werde mal kurz das Spiel neu starten, um einem Spielabsturz vorzubeugen. Bis gleich. Jo, also da bin ich wieder. Dann schauen wir mal. Puh, irgendwo muss ich diesen Fuzzi finden. Da nicht. Das war eine andere Quest. Aber sprechen wir mal mit ihr vielleicht. Ich habe das Portal zerstört. Vielen, vielen Dank. Ja, das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Das ist Liams Mutter. Von Liam haben wir ja die Hütte als Lager. Fragen stellen. Was könnt ihr mir über die Insel Thanatos sagen? Ich bin kein Experte in Geografie, aber das liegt weit im Osten. Ja, danke, das habe ich inzwischen auch schon rausgefunden. Gut. Tja. Wie finde ich jetzt was über diesen Typen raus? Wie heißt er gleich wieder? Arthur irgendwas? Arthur Tyron. Vielleicht kennt man den hier. Du kennst ihn nicht, oder? Was wollt ihr hier, Amazon? Ich da rein will in und mit Bösig Ogre sprechen? Was ist denn mit dir? Bürgermeister von Blackroad. Ich kann mich einfach nicht entsinnen, wie man Barbaren angemessen begrüßt. Ich hätte gerne eine Lebensausbildung. Hätte ich die gerne? Überzeugen. Vergesst es. Gibt es sonst noch etwas? Habt ihr es euch vielleicht überlegt, ob ihr mir die Steuer nicht doch aushändigt? Haha, ihr seid eine amüsante Frau, aber die Antwort ist weiter. Nein. Schade, dann muss ich euch wohl jetzt erledigen. Nein, das machen wir nicht. Gut. Den sollten wir dazu bringen, die Steuern für, wie heißt es gleich wieder, Dernholm zu zahlen. Du könntest doch was wissen, Herr Kämmer. Es ist schön, euch wiederzusehen. Genau, eine wilde Frau, dass so etwas immer nur in meiner Schicht passiert. Was könnt ihr mir über die Insel Thanatos sagen? Ich bin kein Experte in Geografie, aber das liegt weit im Osten. Ja, danke. Dann werde ich mich jetzt entfernen. Ja, okay. Jetzt sind wir im Hafenviertel. Das ist, glaube ich, ein guter Ort, um sich nach diesem Arthur zu erkundigen. Oh, Madame, seht euch doch an, 1000 Jahre des modischen Fortschritts einfach so hinweggespült. Welche Art von, könnt ihr mich Tauschhandel, Experte reparieren, schließen wir, ja, gucken, was hast du denn? Ja, die könnte ich mitnehmen. Was ist das?
Blech könnte ich mitnehmen. Das gebe ich ihm hier. Hast du noch? Ja, hat er noch. Dann bastel Wie darf mal ich für euch mich behilflich einen sein? Augen auf. So, Augen auf. Augen auf. So. Und kannst du mir auch Handschuhe schmieden? Nein, dazu brauche ich noch Lederhandschuhe. Das Augen auf gibst du mir mal. So. Dann haben wir hier gleich ein kleines Nebengeschäft gemacht. So, nett, dass ich das Gold nötig hätte, aber warum sollte ich darauf verzichten? Man weiß ja nicht, was da noch kommt. Hallo. Dürfte ich euch ein paar Fragen stellen? Was könnt ihr mir über die Insel Thanatos sagen? Liegt weit im Osten, bla. Wahrscheinlich muss ich da einen Captain fragen. So. Das ist wohl die bessere Informationsquelle. Kapitän Teach haben wir ja auch schon kennengelernt, von dem der andere Zausel vorhin gesprochen hat. Was ist mit dir? Schließen wir einen. Was könnt ihr mir über die Insel Thanatos sagen? Weit im Osten, die übliche Antwort. Handel. Keine Lederhandschuhe. Gut, dann erübrigt sich das. Tschüss. Ja, mal mit einem der Captain sprechen. Oder hier, da ist eine Kneipe. Was? Ogervernichter? Ach du liebe Güte, hier speichere ich mal lieber. Das klingt ja ein bisschen. Ja, aussehen wie gefährlich, Mädchen. Genau. Menschenpriester. Bitte, meine Tochter, in der zivilisierten Gesellschaft ist ein Kleid gefragt, das ein wenig mehr von euch bedeckt. Sei doch froh, dass Villa ja was von sich sehen lässt. Ihr seid ziemlich mürrisch für einen Priester, findet ihr nicht? Ihr werdet auch mürrisch, wenn ihr in eurem Heimatland nicht mehr willkommen werdet. Aber das ist kein Grund dafür, anderen gegenüber unhöflich zu sein. Verzeihung, Madame. Woher stammt ihr? Ich stamme aus Dernholm, der Hauptstadt von Kumbrien. Ich wurde aus meinem geliebten Kumbrien vertrieben, um hier zu enden. Ihr solltet besser eure Koffer packen. Blackroot hat sich wieder mit Kumbrien vereint. Was? Vielleicht wird es für mich wirklich langsam Zeit, mein geliebtes altes Kumbrien zu verlassen? Oder beweist endlich mal etwas, Rückgrat weinerlicher Wurm? Ihr solltet euch nochmals überlegen, ob ihr mich in dieser Weise verspotten wollt, Madame. Ich verspotte euch, wie es mir beliebt, ihr ignorante Kreatur. Ich verstehe nicht, warum wir eine solch anständige Kreatur angreifen. Ich werde das nicht mehr viel länger mitmachen. Ja, gut, war wohl die falsche Antwort. Wir haben ja gerade gespeichert. Ich hatte eigentlich nur vor, ihn an seine Pflichten zu erinnern. Ich wollte jetzt nicht mit ihm, also die Antworten. Woher stammt der Koffer packen? Pech, alter Junge. Tja, vielleicht laufen wir uns ja mal wieder über den Weg. Das hat nicht viel gebracht, ne? Steht mir auf richtig, ja. Vielleicht kann ich euch behilflich sein. Ich fürchte, das wird nicht der Fall sein. Mir kann niemand mehr helfen. Es tut mir auf richtig leid. Ja, das ist ja wirklich ein Jammerlappen. Aber gut, das ist Captain Teach. Von dem hat doch der andere gesprochen. Schau an, schau an. Wenn das nicht ein bekannter Anblick ist, ein freundliches Gesicht kommt mir jetzt gerade recht, Mädchen. Seit unserem letzten Segelturn habe ich finstere Zeiten gesehen. Was ist passiert, Captain Teach? Ich habe mein Schiff verloren, Mädchen. Eines Nachts habe ich mich betrunken und auf dem Spiel mit Killian Drake eingelassen. Das ist ein alter Seebär, der mit den Würfeln wahrhaftig umgehen kann. Er hat mit mir gespielt, Mädel, mich zum Narren gemacht und mir mein Schiff abgeknüpft. Glaubt ihr denn, er hat betrogen? Oh, ich habe keine Ahnung, ob der alte Drake ein Falschspieler ist. Er hat einfach nur Glück. Vor allem von allen Seebären, die ich je getroffen habe, ist er der größte Glückspilz. Ich kann man nicht Falschspieler nennen, nur weil die Würfel zu seinen Gunsten gefallen sind. Vielleicht kann ich helfen und vielleicht muss ich dann diesen Gefallen einfordern. Das ist echt nett von euch, Mädchen. Und wisst ihr, wenn der Olle Teach was für euch tun kann, wird er es tun. Vielen Dank, ich muss nur zur Insel Thanatos. Thanatos? Das ist ja noch verrückter als eine Reise zur Insel der Verzweiflung. Aber ich schätze, es wird wichtig sein und Mr. Bate hätte es ganz bestimmt gewollt. Es gibt da wohl verschiedene Wege, wie ihr hinkommen könnt. Erstens, ihr könntet bei einem Schiffsbauer hier in Blackwood ein Schiff verkaufen, was nicht billig ist. Was für andere Möglichkeiten habe ich?
Ihr könntet euch auf ein Würfelspiel mit dem alten Drake einlassen, aber der ist kein Warmduscher, wenn es ums Würfeln geht. Er ist ein Glücksbild und spielt um hohe Einsätze. Ich würde mich auf kein Spiel nicht mit ihm einlassen, wenn ihr nicht eine echte Glücksstellen habt. Außerdem spielt er nicht mit jedem. Der olle Drake erkennt einen Spieler, wenn er einen sieht. Ja, ich bin kein Spieler. Wenn ich die. Ja, das kann ich wohl knicken. Na gut, und die andere Lösung? Tja, ich rede nicht gerne über das Thema. Eigentlich tue ich nicht mal gern dran denken, geschweige denn es großartig an den Besern zu hängen. Aber ihr scheint mir doch ein bisschen Hilfe zu gebrauchen und ich bin euch was schuldig. Ich weiß wirklich jede Hilfe zu schätzen, die ihr mir geben könnt. Habt ihr die Geschichte zu erzählen, wie ich zu Gypsy Shadow gekommen bin? Nein, darüber habt ihr bisher nie mit mir geredet. Ist auch gut so, dass ich nichts erzählt habe. Ich werde nur sagen, ich bekam die Gypsy Shadow auf Kosten des kaltblütigsten, mordlüsternden Piraten, der je die Meere von Arcanum bereist hat. Und sein Name war Stringy Pete. Was hätte er denn mit der Fahrt nach Thanatos zu tun? Also, es gibt da eine Legende über den guten alten Stringy Pete und ich weiß, dass sie wahr ist. Wisst ihr, der olle Pete starb vor über 200 Jahren, aber laut der Legende bereist er immer noch die Meere und sucht die Seelen aller Unglücklichen heim, die seinen Weg kreuzen. Wovon spricht ihr, Captain? Ich will damit sagen, ich habe sein Schiff gesehen und weiß, dass es echt war. Wenn ihr seinen Kahn bekommen könntet, ohne von seinem Geist heimgesucht zu werden, dann hättet ihr ein Schiff. Es kommt mir doch reichlich suspekt vor. Wie findet man das Schiff eines Geisterpiraten? Das klingt nach einer tollen Story. Vor Jahren fand ich eine einsame Bucht und da am Ufer war ein schmuckloses Grab, schmucklos abgesehen vom Zeichen des bösen Blicks. Und das war das Zeichen, das Stringy Pete in seine Opfer geritzt hat. Ich bin ausgebüxt wie der Teufel, ohne nach Schätzen zu suchen. Es könnte die Stelle gewesen sein, wo er begraben ist. Und wenn das stimmt, man sagt ja, dass die meisten Geister zu ihren Gräbern zurückkehren. Zumindest könnte ich ein paar Hinweise finden. Ja, Mädel, sehe ich auch so. Hier, ich zeichne die Lage auf der Bucht auf eurer Karte an. Teach tut es. Sieht so aus, als hättet ihr mehrere Möglichkeiten. Spielen, kaufen oder Stringy Pete. Mir gefällt keine davon, aber viel Glück. Danke, Captain. Ich halte euch über die Entwicklung auf dem Laufenden. Das Einfachste wäre wohl kaufen, aber die Story mit dem Geisterschiff gefällt mir. Ich denke, ich werde das machen. Aber ich werd mal nur der Interesse halber gucken. Also, Glücksspiel kannst du vergessen. Ich bin jetzt gerade mal Lehrling in Glücksspiel, das kann nichts werden. Also, das kann ich abhaken. Kaufen? Ich könnte mal schauen, ob die zum Verkauf stehen, die da sind. Und wenn ja, was sie kosten, die sind bestimmt nicht billig. Da werde ich, was weiß ich, 30.000 Gold, die hätte ich ja. Das wäre nicht so tragisch. Ja, nun, bitte macht es schnell. Ich möchte nicht, dass mich jemand in der Gesellschaft von Barbaren sieht. Dürfte ich wohl euren Namen erfahren? Ich bin der Schiffsbaumeister von Blackroot. Ich freue mich, eure Bekanntschaft zu machen. Schiffsbauer? Dann habt ihr doch sicher auch Schiffe zu verkaufen. Er grinst sich breit an. Ja, doch, das könnte man wohl so sagen. Er deutet auf das Schiff hinter sich. Das da ist gerade fertig geworden. Ist ein Schnäppchen für 50.000 Münzen. Das würde ich sagen, ist eine lösbare Aufgabe. Das ließe sich einrichten, auch wenn ich es gerade nicht habe. So viel Geld habe ich nicht. Vielleicht können wir eine andere Lösung finden. Er lacht. Tut mir leid, aber ich kann euch keine Abenteuergeschichte erzählen über ein magisches Familienerbstück, das ihr für mich wiederfinden könntet. Ha! 50.000 ist der Preis und keinen Heller weniger. Gut, dann wissen wir das auch. Ich wollte das sowieso nicht auf die Weise machen, sondern die Sache mit dem Geisterschiff hat mich mehr. Interessiert mich eher. Hier an der Stelle mache ich mal einen Cut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.